Es überliefert Abu Dawud und At-Tirmidhi, rahmatullah alayhima, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte: Ida tabayatum bil'ina. Al-ina, achil karim, ist eine Art von Zins. Ist eine Art von Zins. Also, das ist schon komplizierter zu erklären. Diese Ina, dieser Zinshandel, ist verfügbar in der Umma. Ida tabayatum bil'ina. Wa akhathtum adhnab al-baqa. Und ihr zieht an den Schwänzen der Kühe. Und ihr seid zufrieden mit der Ernte. Das heißt, die Dunya beschäftigt euch mehr als die Akhirah. Und ihr unterlässt die Anstrengung auf dem Weg Allahs Azzawajal. Sallatallahu alaikum dhulla. Dann wird Allah Azzawajal eine Erniedrigung über euch herbeibringen. La yanzi'uhu hatta tarji'una ila dinikum. Und er wird diese Erniedrigung nicht von euch hinwegnehmen, bis ihr zur Religion Allahs zurückgekehrt seid. Und wallahi, dieser Hadith ist vor unseren Augen. Schaut mal. Handeln die Muslime mit Zinsen? Ja oder nein? Ich wundere mich über Leute, die sich tausendmal überlegen, gegen den Feind in den Krieg zu ziehen. Aber sie überlegen nicht eine Sekunde, Krieg gegen Allah zu führen. Denn wer Zinsen nimmt, hat einen Krieg mit Allah. Azza wa Jalla. Wenn ihr nicht damit aufhört mit dem Zinshandel, dann macht euch gefasst auf einen Krieg von Allah und seinen Gesandten. Wenn ihr anfängt mit Ina zu handeln, das heißt mit Zinsen zu handeln, passiert oder nicht passiert? Passiert. Und ihr habt oder ihr seid mehr beschäftigt mit der Dunya als mit der Akhirah, passiert oder nicht passiert? Und ihr unterlässt die Abmühung auf dem Weg Allahs in jeder Hinsicht, passiert oder nicht passiert? So wird Allah eine Erniedrigung über euch herbeibringen. Über euch, Umma von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Passiert oder nicht passiert. Und er wird sie nicht hinwegnehmen, bis ihr zur Religion zurückgekehrt seid. Sind wir zur Religion zurückgekehrt? Und deswegen ist die Erniedrigung noch nicht aufgehoben worden oder emporgehoben worden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, beschützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein richtiges Verständnis für die Religion geben.